Meine sehr verehrten Damen und Herren, Pressevertreter von Sohn im Business Club, ein recht herzliches Hallo zur Pressekonferenz nach einem am Ende emotionalen Heimspiel gegen den FSV Frankfurt hier im Stadion Zwickau vor 3.950 Zuschauern. Hier vorne haben die immer die beiden Trainer Platz genommen. Und wir gehen dann auch sofort über zur ersten Einschätzung und da hat das erste Wort der Gästetrainer, das ist Roland Babic. Ich halte mich ganz kurz. In meinen Augen war es ein sehr, sehr schlechtes Fußballspiel mit einem gerechten 1:1. Dankeschön. Okay, vielen Dank. Dann sofort das Wort an unseren Trainer Thorsten Ziegner. Ja, ich denke, dass wir über 90 Minuten uns vor allen Dingen, so wie der Spielverlauf war, dieses 1:1 redlich verdient haben. Ja, ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit haben wir ein klares Chancenplus. Ich denke da nur an den Pfostenschuss, zusätzlich noch die Chance kurz vor der Pause von Patrick Göbel, wo er allein in den 16er reingeht und dort einfach der letzte Ball, der letzte Pass gefehlt hat. Und auch in der zweiten Halbzeit haben wir uns als Team präsentiert. Wir haben es geschafft, Frankfurt, die, und das haben die letzten Spiele gezeigt, durchaus in der Lage sind, sehr gut Fußball zu spielen, die meiste Zeit weit von unserem Tor wegzuhalten. Es ist dann bitter, dass dieser 0:1 Rückstand in unserer Situation sicherlich alles andere als hilfreich und schön ist, wieder durch den Standard passiert, der tatsächlich aber heute so ein bisschen unglücklich auch viel, dieser Ball auf dem kurzen Pfosten, der nur so gestriffen weitergelenkt wird und dann natürlich schwer zu verteidigen ist. Und trotz alledem hat die Mannschaft danach extrem große Moral gezeigt. Er hat sich nicht aufgegeben, hat versucht, dieses 0:1 wegzustecken, hat weiter an sich geglaubt, weiter nach vorne gespielt und ist dann schlussendlich zumindest mit dem einen Tor noch belohnt worden, sodass wir das erste Mal in dieser Saison nach einem Rückstand doch noch was mitnehmen konnten, diesen Punkt holen, und fest steht für uns, dass das genau dieser Weg ist. Ja, extrem viel zu investieren, gemeinsam diese Aufgaben zu erledigen, und dann ist es auch möglich gegen eine Mannschaft wie den FSV Frankfurt, die in den letzten Wochen extrem viele Tore geschossen haben und gute Ergebnisse erzielt haben, eben einen Punkt zu holen. Und darauf werden wir aufbauen und auch dieses positive Gefühl für uns mit in die nächste Woche nehmen. Danke. Vielen Dank. Nun sind Sie an die Reihe. Ihre Fragen bitte. Thorsten, hast du die Szene bei Marc-Philippe Zimmermann gesehen? War das oder kommt das rein? Weiß ich nicht. Also ich habe schon gesehen, dass es dort einen Zweikampf gab, der alles andere als schön war. Ob das dann direkt eine rote Karte ist, ja, ich kann es nicht beurteilen, weil ich eben die Bilder ein zweites Mal zumindest noch nicht gesehen habe. Der Schiedsrichter hat es entschieden und ja, ist aber am Ende zähneknirschend zu akzeptieren. Frage an den Gästetrainer Norbert, Sie waren nach dem Spiel sehr erregt mit den Heimfans im Zwiegespräch. Warum? Weil mir es einfach nicht gefallen hat, wie das Benehmen war, welche Zurufe da getätigt wurden. Das ist in meinen Augen einfach nicht angebracht. Da muss ich sagen, hätte ich mich eher unter Kontrolle haben müssen. Das ist so, aber Fußball ist ein emotionaler Sport und ich als Trainer, oder nur weil ich Trainer bin, muss mir auch nicht alles anhören und gefallen lassen. Und deswegen hab ich mich da kurz aufgeregt und war dann aufgebracht über gewisse Zurufe. Aber am Ende des Tages, ich werde es nicht verändern, es ist so, gehört dazu anscheinend und muss man akzeptieren. Was haben Sie denn da für Zurufe gehört? Allerlei Zurufe gehört, die ich jetzt aber auch gar nicht wiederholen muss. Gibt es weitere Fragen? Ist nicht dabei ist, Thomas, nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich wünsche Ihnen allen guten Nachhausweg. Dankeschön. Gestern auch eine gute Heimreise. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.